Heiß ging es auf dem Sachsenring in zweifacher Hinsicht zu. Von oben brannte die Sonne und die Fahrer brannten vor Ehrgeiz. Ganz besonders interessant bei den Automobilen war es in dieser Klasse, bei den kleinsten, den verbesserten Trabis bis 600 Kubikzentimeter. 8 Runden hatten sie zu absolvieren, das sind 68,944 Kilometer. Am besten vom Start weg kamen Klaus Schumann mit der Startnummer 5 und Karl Hiemisch mit der Startnummer 11. Karl Hiemisch, der Greizer, war auch der Trainingsschnellste. Und Hiemisch kontra Schumann, das war auch das große Duell 1981. Und auch in diesem Jahr stoßen sich beide einen aus, denn beim ersten Bergrennen, da gewann der Greizer Karl Hiemisch. Nun wollte es Klaus Schumann, der Lützgendorfer, wissen. Am Start blieb der Drittschnellste des Trainings stehen, Peter Lünser, der Gotha. Er hat die Startnummer 45. Peter Lünser hatte in der Aufregung die Handbremse angezogen, blockierte sich und den hinter ihm stehenden Herbert Halte, den wir hier mit der Startnummer 2 sehen. Und diese beiden Mannschaftskameraden des MC Gotha, die übrigens beide Motore von Helmut Assmann, unserem wohl besten Motortuner, bei den 600 Kubikzentimetern fahren, die beiden machten dann eine Riesenaufholjagd. Ganz vorn allerdings wurde auch Tempo gemacht. Und was für eins. Karlchen Hiemisch, wie ihn seine Freunde nennen, und der große Klaus, Klaus Schumann, die fuhren, was das Zeug, besser, was der Motor hielt. Und sie setzten sich sofort vom übrigen Feld ab. In der Verfolgerrolle dann Uwe Kleins mit der Startnummer 16, auch vom MC Lützgendorf, der das alte Auto von Klaus Schumann fährt, und Klaus Gohlke, der kleine Klaus, wenn man so will, vom Motorsportclub Fernsehelektronik Berlin mit der Startnummer 46. Das waren die ersten vier von Anfang an. Aber wer Platz 1 und 2 und 3 und 4 belegen würde am Ende, das war lange nicht klar. Hier wieder Herbert Halte, der sich von Runde zu Runde peu à peu wieder nach vorne kämpfte. Uwe Kleins, der sich auch fahrerisch sehr verbessert hat. Und wieder Herbert Halte. Herbert Halte, der sich so bravourös wieder nach vorne gekämpft hatte, stieg dann allerdings in der 6. Runde aus. Der Motor war doch ein bisschen überfordert. Motorschaden, ja, das ist nun einmal so. Motorsport, das gehöre Nummer 2 dazu. Der gute Fahrer und die gute Technik. Die Technik ist gut, aber bei dieser Hitze vielleicht doch ein bisschen überfordert. Und die beiden Kampffähne an der Spitze. Jetzt Karlchen Hiemisch wieder vor Klaus Schumann. Der Abstand der beiden zu den Verfolgern wird größer, aber auch hier ist noch gar nichts klar. Peter Lünser. Er hat sich nach dem verpatzten Start bis auf Platz 8 herangekämpft. Eine glänzende Leistung. Vor Karl Hiemisch. Sie wechselten sich ständig in der Führung ab. Das sind natürlich Rennen fürs Publikum. Die 150.000 waren begeistert. Kampf um Platz 3. Noch hat Uwe Kleins die Nase vorn. Die beiden kennen sich gut über Jahre hinaus, können natürlich auch Windschatten fahren, fahren sehr dicht aufeinander.
zwei faire Sportsmänner. Und hier versucht Klaus Bohlke, der Berliner, an Uwe Kleins vorbeizukommen. Noch gelingt das nicht. Schumann vor Hiemisch, die Autos fast gleich schnell, fahrerisch neben sich beide auch, fast gar nichts. Jeder hat seine Stärken, der eine in der Jugendkurve, der andere in der MTS-Kurve. Queckenberg und beide reagieren ganz hervorragend. Dieser Dreher hätte gefährlich werden können, unmittelbar vor dem Zieleinlauf, aber die beiden fahren hervorragend und das gewinnt Klaus Schumann vor Karl Hiemisch. Wer aber wird Dritter? Klaus Bohlke hat es geschafft. Klaus Bohlke ganz knapp auf Platz 3 vor Uwe Kleins. Ein spannendes Rennen ging zu Ende. Dann Scheitzer vor Brandt und Peter Lünser. Auch sein Motor verweigerte den Gehorsam, wenn man so will. Die Aufholjagd hatte sich letztlich dann doch nicht gelohnt. Tja, verschlafener Start ist eben nicht wieder aufzuholen. Für die Startnummer 88 schlief am Start nichts. 88, Zastava, Gelb-Blau, Nanu, kann nur einer sein, Peter Mücke, ja denkste. Peter Mücke, der vierfache DDR-Meister, ist nicht mehr mit dabei, aber es ist sein Auto und kein Unbekannter sitzt am Volant. Hans-Dieter Kessler, der für den Motorsportclub Kali Merkers fährt, der Trusetaler, sitzt jetzt im Auto von Peter Mücke, übrigens noch geschraubt, wie die Motorsportler nennen, für die, die nicht so klar sehen in diesem Metier. Also Peter Mücke betreut Motor und Auto, macht die Einstellung am Fahrwerk, am Motor, Getriebeabstufung. Er kümmert sich also um sein Auto. Auch dies, das muss hier mal ganz deutlich gesagt werden, ist gar nicht so selbstverständlich, wenn man selber nicht mehr fährt, dass man sich dann so intensiv um sein Fahrzeug kümmert. Denn immerhin, Peter Mücke hat natürlich auch als Fahrer einen Ruf zu verlieren, aber er hat sein Auto ja keinem Unbekannten überlassen, sondern auch den mehrfachen DDR-Meister Hans-Dieter Kessler in der Trabi-Klasse. Ansonsten das gewohnte bunte Feld der Zastava und Lada. Vom vergangenen Jahr eigentlich alles Bekannte mit dabei. Nur einer hat noch aufgehört mit Peter Mücke, Werner Kurz, der Berliner. Auch er nicht mehr am Steuerrad. Und dass Hans-Dieter Kessler auch den Zastava gut fahren kann, bewies er hier ganz eindeutig. Und hier ein spannender Kurvenkampf im Queckenberg zwischen Schachtschneider und Sonntag. Den Schachtschneider für sich entscheiden kann. Drei Zastava übrigens in diesem Jahr dabei. Einer mehr als im vergangenen Jahr, Werner Liebers, der auch schon im vergangenen Jahr ganz gut mit dem Fronttriebler, mit dem Zastava zurechtkam. Erstaunlicherweise kommen die Umsteiger von der kleinen Trabi-Klasse mit den Zastava sehr gut zurecht. Sicher liegt es auch daran, dass der Zastava ein frontgetriebenes Fahrzeug ist. Mit der 72 kam hier schon das aus, wenn man so will. Gerd Schaller hat mit dem Ausgang nichts mehr zu tun, dafür aber umso mehr die Startnummer 96. Das ist Sieghard Sonntag, Ex-Motorradfahrer, der auch im vergangenen Jahr schon sehr gut fuhr, zurzeit auf Platz 3 liegend. Ganz sicher und souverän an der Spitze des Feldes allerdings Hans-Dieter Kessler. Hier mit der 80, der andere Zastava von Werner Liebers, auch er fuhr ja mal Trabantrennen. Wird aber langsamer, sein Auto hält Hitze und Rennen nicht stand. Kessler vor Schachtschneider und beide nun schon mit größerem Abstand vor Sieghard Sonntag.
Jürgen Weser vom Motorsportclub Coswig stand das Rennen auch nicht durch. Hans-Dieter Kessler, Klaus-Peter Schachtschneider, Kornacker abgeschlagen, überrundet schon, und Sieghard Sonntag. Sie sind sehr schnell. In dieser Klasse 10 Runden sind zu fahren, 86 Kilometer und 36,01 Minuten fuhr Hans-Dieter Kessler als Sieger. Das entspricht einem Schnitt von 143,5 Kilometer pro Stunde. Die schnellsten der Schnellen. B8, Rennwagen bis 1300 Kubikzentimeter. Und erwartet wurde natürlich ein Sieg von Frieder Kramer. Frieder Kramer hatte sich im vergangenen Jahr als der Beste unseres Landes erwiesen in dieser Klasse und war auch der Trainingsschnellste. Die Startnummer 92 absolvierte die Runde in 3 Minuten 07,4. Das entspricht 165,554 Kilometer pro Stunde. Ein wirklich schneller Trainingslauf. Und Frieder Kramer erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen, ging sofort in Führung. Hier mit der 92. Und Heinz Siegert, der Leipziger, übernimmt sich. Will innen durch, übersteuert, bringt das Auto in Schleudern, alle anderen passen hervorragend auf. Es wird nicht touchiert und Heinz Siegert kann auch das Rennen fortsetzen. Unsere Automobilsportler werden immer sicherer und reaktionsschneller. Frieder Kramer, Bernd Kasper und dahinter dann schon Heiner Lindner mit der Startnummer 82. Heiner Lindner ist ja im vergangenen Jahr nicht dabei gewesen, setzte ein Jahr aus. Der Leipziger Taxifahrer ist aber wieder da. Mit der 81 Uli Melkus. Die herausragende Erscheinung auf dem Sachsenring 82 aber Frieder Kramer. Frieder Kramer, Entwicklungsingenieur im Trabantwerk in Zwickau, ein Mann, der vor allen Dingen seine Fahrzeuge optimal abstimmen kann. Ein Mann, der den Motorsport, wenn man so will, von der Pike auf gelernt hat. Fuhr ursprünglich Rallye, wurde dort DDR-Meister auf Trabi, lieferte sich dann große Kämpfe mit Helmut Assmann in der Trabi-Klasse und stieg dann in die B8 auf. Leistungsklasse 2, wenn man so will, in einem Zug genommen, nur ein Jahr, dann gleich in der Spitze. Und Helga Heinrich, die einzige Frau bei den Automobilrennern. Sie fuhr sehr gut, ein Boxenaufenthalt, dann allerdings verhinderte eine bessere Platzierung der Ex-Motorradfahrerin Helga Heinrich. In der letzten Runde dann großer Vorsprung für Frieder Kramer vor Heiner Lindner. Das Feld hatte sich eingepegelt, dann hinter dem Leipziger der Dresdner Bernd Kasper und dahinter dann Uli Melkus auf Platz 4 und so blieb es dann bis ins Ziel.